Podcasts gibt es wie Sand am Meer. Von Kultur über Gesundheit, Sport und Technologie, da wird jeder fündig. Ein grosses Genre ist auch das Thema Wissen und Kinder und Familie. Für einen tut das in der Schweiz zum Beispiel der Podcast von Theo erzählt. Entstanden vor gut 2 Jahren während dem ersten Lockdown, gibt es mittlerweile über 40 Folgen. Und es ist nicht nur beim Podcast an sich geblieben. Mehr dazu jetzt im Rondo persönlich. Herzlich willkommen, Karin, Theo und Gianfranco. Ihr habt den Podcast ins Leben gerufen. Ihr habt uns auch vieles mitgebracht, was man braucht für einen Podcast. Mit dem Rössli dort, was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist so wie der Start in die Tierwelt. Als Theo ganz klein war, hatte er mega Freude an allen Tieren von außen und besonders an Rössli, wenn wir irgendwo waren. Und viele Mamis sagen ihm so, ah, meine Kinder rennen auf den Spielplatz. Aber das ist an Theo nie passiert. Er hat immer schon ganz einfach, ja, die Faszination der Tiere ist, hat wie so über die Rössli angefangen und hat bis heute nicht aufgehört. Und ihr habt angefangen mit dem Podcast, du hast dort in deinen Kindsgit dürfen, oder Theo? Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, um eben anderen Leuten das erzählen über deine Tiere? Weil der Papi hat so ein Mikrofon gehabt. Das ist wahrscheinlich das hier, ja, das, oder? Und dann haben wir mal ein Märchen aufgenommen und nachher sind wir so am Mittags, ich glaube, am Nachttisch gsi. Und nachher habe ich etwas, glaube ich, über das Nashorn erzählt. Und dann hat der Papi gesagt, haben wir nicht mal so etwas aufgenommen? Dann könnten wir das ja auch einfach machen über dir. Und nachher sind wir so drauf gekommen. Und dann war es recht eine intensive Zeit nachher, Gianfranco, oder? Das ist so, ja. Mit dieser Freude, die Karin angesprochen hat, die er seit klein hat, haben wir dann wirklich angefangen, die Geschichten auch aufzunehmen. Weil wir haben in dieser Zeit, wo wirklich alles abgesagt wurde, auch bei mir die Anlässe, die ich nicht konnte moderieren, bin ich auch mehr daheim gewesen. Und dann haben wir gefunden, jetzt nutzen wir die Zeit, um positiv, kreativ etwas zu machen. In dieser schwierigen Zeit und haben eine Tagesbeschäftigung auch gehabt, Tagesstruktur, alles war ja zu. Gewesen. Und haben dann die Geschichten, die er uns auch sonst erzählt hat am Nachttisch, so auch können aufnehmen und somit auch für andere Kinder etwas bieten und für andere Familien. Ich habe einen Ausschnitt von einer Folge, von einer Podcast-Folge, die dauert etwa 5 Minuten. Das wäre jetzt hier ein bisschen lang. Ich habe aber 1,5 Minuten rausgeschnitten und zwar vom Loi. Das hören wir uns jetzt gerade an. Was fressen denn die Leute gern? Gnus, Antilopen, Gazellen, Zebras. Und wie jagen sie denn? Wenn sie gemeinsam jagen, sind sie viel erfolgreicher. Wenn der Wind nach rechts bläst, verstecken sich 6 oder 5 Leute auf den entgegengesetzten Windrichtung. Also wenn der Wind jetzt nach rechts bläst, verstecken sie sich links. Aber die eine Leuin, die siebte, versteckt sich rechts. Und dann ist in der Richtung, wo der Wind durchbläst, und springt dann plötzlich aus ihrem Versteck und treibt, wenn es ein Herr der Zebras ist oder ein Herr der Gnus, treibt Zebras in die Richtung, wo die anderen Leuinen versteckt sind. So sind sie viel erfolgreicher. Du, und was machen sie eigentlich im Zoo für einen Trick, dass die Leute immer schön die Leute beobachten können? Leute sind ja scheue Tiere, aber nur die, wenn sie jung sind, dann sind sie mega neugierig und scheue gleichzeitig. Sie haben eben einen Trick überlegt im Zoo, dass man die Leute im Winter auch beobachten kann, weil dann sind sie eher an wärmeren Stellen. Dann machen sie einen künstlichen Felsen und unten im Boden hat sie eine Heizung aufgebaut, dass sie nahe bei der Glasscheibe, dass die Leute dann dort liegen und dann können sie die Leute beobachten. Also ich muss sagen, ich habe gerade auch ein paar Sachen erfahren über Leute, die ich nicht gewusst habe. Wie kannst du dir die ganzen Sachen merken über die Tiere? Ja, wenn die Mami erzählt mir immer Büchli am Abend und nachher hat sie mir mal so erzählt. Und nachher kann ich das wie, einfach weil ich mich für das interessiere, kann ich mir so gut merken.
Und beim Löwe ist es vielleicht noch etwas Spezielles, weil das ist ja dein Lieblingstier, habe ich gehört. Ja. Und dann habe ich eben darum, ist diese Folge ein bisschen länger als die anderen, weil ich darüber viel mehr gewusst habe als über die anderen. Wieso ist denn der Wolf dein Lieblings- der Löwe dein Lieblingstier? Einfach, ich habe eigentlich alle Raubtiere gern, weil es fasziniert mich, wie sie jagen und so. Mhm. Das habe ich auch in der Folge gesagt. Jetzt ist es ja nicht nur bei diesem Podcast geblieben, ihr habt das Ganze noch weiterentwickelt. Mit dem hier, Podcast macht Schule. Ihr geht an Schulen, wo dann eben auch Schüler, Lehrpersonen können Podcasts auch ins Leben rufen. Wie ist es denn zu dem gekommen? Ja, wir haben gefunden, mit unserem Hintergrund, den wir haben, als erfahrene Lehrpersonen, ist es ja schon schön und gut, eben Geschichten aufzunehmen und auch anderen Menschen damit eine Freude zu machen. Das hat uns sehr erfüllt. Offensichtlich ist das auch angekommen bei den Leuten und kommt immer noch an. Aber wir haben wie gefunden, Ende Monat musst du ja gleich deine Rechnung auch zahlen. Und mit unserem Rucksack, den wir haben, mit dem pädagogischen Hintergrund, wo wir 15 Jahre Erfahrung haben, haben wir gefunden, lass uns doch die Begeisterung von Theo, die man jetzt auch gesehen hat, auch überbringen auf Lehrpersonen, dass sie merken, Podcast als Medium, wo so viele Kompetenzen fördern kann, wenn man es eben nicht nur hört und konsumiert, sondern wenn man es selber herstellt. Und das ist eigentlich unser Ziel. Was findet man denn alles da drin? Genau, also wir haben einfach in der Schule oder während dem Unterricht habe ich so gemerkt, ja eigentlich ist ja das, was ich den Kindern unterrichte, die Themen, ist ja das, was ich auch daheim mit dem Theo ja vorbereite für eine Folge. Und ja, das ist doch so, sollte man eine Schule haben, gestärkt rauskommen, Freude haben. Kinder sind interessiert an Tieren. Und wir hatten Kinder in Quarantäne, die daheim waren. Ah, ihr könnt ja Theo hören, eure Sachen notieren, Kinder, die noch nicht so schreiben können. Und so haben wir dann ja, ist es wie so zu diesem Lehrmittel dann gekommen, weil andere Kolleginnen gefunden haben, hey, also schreibt doch das auf, wie man das macht und so. Und jetzt findet man da drin eine Anleitung, also wie man Podcasts, wie man sich darauf vorbereitet, die ganze Wissensvorbereitung, weil das hat ja der Theo gesagt, ich muss mega viel wissen für das. Mhm. Und wie man das macht und wie man eben auch Folgen kann hören und mit den Kindern etwas Schlaues aus dem rausziehen, das Wissen, kann man alles im Lehrmittel finden. Und es gibt ja nicht nur eben das physische Lehrmittel, die gehen ja dann auch eben zu einer PH zum Beispiel vorbei und erklären, wie es geht. Genau, genau. Weil das ist wirklich halt heute mit Medien, mit Tablets zu arbeiten, mit QR-Codes aufnehmen. Das braucht auch so viel, oder? Auch Kompetenzen von den Kindern, die sie können müssen. Man muss Informatik und Medien haben, schon ab dem Kindergarten. Und ich finde es einen super Zugang so, weil es ist nicht konsumieren, es ist selber machen. Man merkt, oder, wenn ein Mikrofon läuft, man wird ein bisschen nervös. Wie rede ich denn? Wie mache ich das? Es ist ein bisschen eine Bühnensituation. Die Kinder sind mega stolz, wenn sie rauslaufen. Und sie merken auch, wenn sie den Theo hören, so, wow, was kann denn der? Der kann ja auch gut reden. Und sie sind total motiviert. Also von also auch die grösseren Kinder. Weil wenn er auf diesen Folgen zum Löwe ist er im Kindesgi. Aber das stört einen Mittelstufenschüler nicht. Weil sie haben dann wie so auch Respekt davor und haben selber ein positives Erlebnis. Ja, und das finden wir halt toll. Und wenn wir so auch können den Lehrpersonen weitergeben. Theo, jetzt bist du ja mittlerweile auch in der Schule. Wenn man Schule hat, hat man ja auch nicht mehr so viel Freizeit. Wie machst du es denn jetzt mit Podcasts aufnehmen? Also natürlich können wir es nicht so machen wie im Lockdown. Dort haben wir ja so viel Zeit gehabt. Mhm. Und jetzt gibt es einfach noch können wir nicht jeden Tag, sondern vielleicht so einfach vielleicht einmal im Monat, vielleicht. Ja. Und nicht so Ferien viel. Haben, oder? Ja. Ist es denn so, dass vielleicht deine Schulgespräche ja zu dir kommen und sagen, hey Theo, ich würde gerne etwas wissen über den und dann machst du eine Folge über das? Also ich habe schon ich glaube, ist es so gewesen? Nein, ich glaube nicht. Also einmal eine Folge hat jemand gefragt, ob wir etwas darüber machen können oder ob wir eine haben. Mhm. Und dann das war, glaube ich, bei den Insekten, der Schneck. Und dann überlegen wir jetzt, ob wir den machen könnten. Mhm. Jetzt sind eben die Insekten dran, oder?
Habt ihr schon Ideen, was nach den Insekten kommt? Vielleicht, also ich glaube Dinosaurier, das ist auch noch spannend. Jetzt aber. Dürfen ihr da auch etwas sagen oder geht das alles vom Theo aus? Nein, es ist schon von Anfang an, sagt er, welche Tiere das er möchte besprechen oder wo das er vor allem selber möchte darüber erfahren. Also es ist ja nicht so, dass er nur über Sachen, die er schon gewusst hat, berichtet hat, sondern es ist jedes Mal ein Miteinander vorbereiten, eben mit meiner Frau und ihm auch. Und wir tun die Fragen auch absprechen, weil sie eben selber das Thema auch Wunder genommen hat. Und er hat jedes Mal auch für sich etwas gelernt. Und hat so können sein Wissen weitergeben anderen. Ja? Was kriegen ihr denn so für Rückmeldungen? Eben, ich habe den Podcast jetzt auch gehört, habe auch neue Sachen erfahren. Es ist ja nicht nur für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene. Ja, wir haben wirklich eben schnell viele positive Rückmeldungen bekommen. Hey, meine Kinder hören das mega gern. Wir machen Mittagsschlaf daheim, wir stellen einfach Theo ein und alles ist gut. Oder mein Kind ist mega gispelig, aber wenn es Theo hört, dann hört es wirklich spannend zu. Oder eben auch Erwachsene, die sagen, ja, das ist mega toll, was man da sagt. Und das hat uns immer motiviert, eben auch zum Weitermachen, zum Sagen, ja, nein. Oder wenn der Theo wie so gefunden hat, ja, jetzt vielleicht will ich nicht mehr oder was sollen wir, wie geht es weiter? Und dann haben wir wie so gefunden, das ist eigentlich so schade, weil du das so gut kannst. Und dann hat er eben gefunden, ja, Mami, im Lockdown haben wir die grossen Tiere genommen und jetzt bin ich gross, also könnten wir jetzt die kleinen Tiere. Und so sind wir dann eben zu den Insekten gekommen. Ja. Und die Rückmeldung, das ist schon das, was uns von Anfang an auch getragen hat und, wie du gesagt hast, auch motiviert hat, um da dran zu bleiben. Weil wir haben gewusst, es kommt an bei den Leuten, also machen wir weiter. Und wir haben durch das auch immer eine höhere Flughöhe bekommen. Schweiz Illustrierte, Schweizer Fernsehen, jetzt auch noch bei euch. Und das ist ein unglaublicher Antrieb, der einem das gibt. Weil man merkt, es ist so wie eine Welle, die man offensichtlich auch auslösen kann. Und man kommt auch wieder etwas zurück über, oder? Weil die Feedback, die geben dann wieder Energie, zum Weitergehen. Und gerade in dieser schwierigen Zeit war das essentiell für uns. Oder? Und das, an dem haben wir uns immer auch heben. An diesen positiven Moment, den wir mit uns, für uns gemacht haben, mit dieser Tagesstruktur in der Familie, mit diesem Projekt, aber eben auch gleichzeitig für andere etwas können zu machen. Jetzt sind wir bald am Schluss. Theo, ich wollte dich noch fragen, für mich und für unsere Zuschauer, die dich schauen, kannst du uns noch irgendeinen interessanten Fakt mitgeben, zum Beispiel über ein Insekt, eine Episode, die wir aufgenommen haben? Das könnte ich echt jetzt zu diesem Mal hören. Vielleicht über die Wildbiene, dass man heute im Radio geht auf den Heimweg. Ja, hast du etwas? Ich habe etwas. Beim Schmetterling gibt es so einen Schmetterling, der hat auf dem Flügel, auf der Vorderseite, glaube ich, ist so braun und hat wie so zwei gelbe Augen drauf. Mhm. Und nachher, wenn ein Feind kommt, zum Beispiel jetzt ein Vogel, dann kann er es ausklappen. Und nachher sieht es aus, als wenn er jetzt an einem Baum hockt, dann sieht es aus, als würde der Vogel eine Eule anschauen. Und dann verschrickt der Vogel und denkt, oh Hilfe, eine Eule, ich muss schnell wieder weg. Das ist ein super Fakt für den Schluss. Danke euch viel, viel mal, dass ihr da gewesen seid bei uns im Studio.